كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. شني ما تسوفلوخ بأ الله vor den verfluchten Scheitan. Assalamu alaikum, rahmatullah wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Wir bringen heute zu der JVA mehrere Bücher. Wir haben in verschiedenen Gefängnissen in Hessen, unter anderem das Jugendgefängnis, unter anderem das Erwachsenenvollzug, haben die Koranübersetzungen in verschiedenen Sprachen gebracht. Warum? Weil viele, viele Muslime leider in Gefängnissen sind und die inshallah mit Allahs Erlaubnis diese Geschwister zurückbekommen. Wir haben verschiedene Übersetzungen gebracht. Deutsche, albanische, bosnische und verschiedene andere Übersetzungen, damit diese Geschwister inshallah lesen und zum Islam zurückkehren. Selbst bei mir war es so, dass ich durch eine Koranübersetzung zum Islam im Gefängnis gefunden habe. Und wie Omar ibn Khattab, Allahs Wohlgefallen auf ihm, der zweite Khalif der Muslime, gesagt hat, manchmal bringen Menschen mit der schlechtesten Vergangenheit die beste Zukunft hervor. Und das sehen wir sehr, sehr oft, liebe Geschwister, dass Muslime, Geschwister, die im Gefängnis waren, inhaftiert waren und saßen, alhamdulillah die Rechtleitung, die Hidayah von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen und dann ein leuchtendes Feuer im Islam werden, die viel für die Religion tun und machen. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir Dauer machen. Wir haben dazu, im Karton haben wir noch ein Buch von Ibrahim Abuneje reingetan, Es gibt keinen Gott außer Allah, wo unter anderem auch das Gebet beigebracht wird. In diesem Buch kann man lernen, wie man das Gebet verrichtet, damit auch die Geschwister, die im Gefängnissen das Gebet erlernen können. Ich selbst konnte auch nicht das Gebet, obwohl ich Sunnite war. Und deswegen, ich denke immer an meine Vergangenheit und ich schaue heute in die Zukunft. Subhanallah, ich bin Allah subhanahu wa ta'ala dankbar, dass ich die Rechtleitung bekommen habe. Und wir haben in einem Jugendgefängnis 100 Koranübersetzungen geschenkt. Wir arbeiten sehr oft auch mit den Imamen und mit den Gefängnissen zusammen, dass wir es denen einfach schenken. Geschwister, oder oft ist es so, dass Geschwister Bücher bei uns abholen und das den Gefängnissen bringen. Aber wir dürfen diese Geschwister wirklich nicht vergessen. Und natürlich auch ein Dank an euch, liebe Geschwister. Alhamdulillah, nur durch eure Spenden konnten wir überhaupt diese Bücher drucken und verschenken. Möge Allah euch und uns und die Geschwister, die inshallah rechtgeleitet werden, allesamt in Jannah al-Firdaus vereinen. Amin. Und wir wollen natürlich nicht die Namen der Gefängnisse nennen, weil wir auch den Gefängnissen natürlich keine Schwierigkeiten bereiten wollen. Liebe Geschwister, inshallah unterstützt ihr uns weiter. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Rahmatullah wa barakatuh. فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن.